Vielleicht gibt es für dich einen Morgen. Vielleicht auch Hunderte oder Tausende. Aber für einige von uns gibt es nur diesen Tag. Hey Schönheit, steig ein! Echt jetzt? Alter, ist das witzig? Ich kann's nicht glauben, dass die Highschool fast vorbei ist. Aber wir haben alles richtig gemacht, haben mit den heißesten Typen geknutscht und die abgefahrensten Partys mitgenommen. Ich gebe eine Party heute Abend. Meine Mom ist nicht da. Oh mein Gott. Was will die denn hier? Pass mal auf. Dieses ganze Highschool-Ding hat eh keinen Wert. Du sollst jetzt aufstehen. Es ist Samstag. Vielleicht gibt es für dich einen Morgen. Was ist gestern Abend geschehen? Wovon redest du eigentlich? Echt jetzt? Alter, ist das witzig? Der ganze Tag war ein einziges Déjà-vu. Dieses ganze Highschool-Ding hat eh keinen Wert. Da vorne kommt ein Laster. Was für ein Laster? Egal, was ich tue oder sage, der Tag beginnt und endet immer gleich. Meine Mom ist nicht da. Ist nicht da und du gibst eine Party? Ja, woher weißt du das? Rob? Was denn? Ich werde verrückt. Ist alles in Ordnung? Du kannst mir vertrauen. Mom, denkst du, ich bin ein guter Mensch? Es ist nicht wichtig, was ich denke. Wichtig ist, was du denkst. Soziopathin auf 12 Uhr. Was haben wir eigentlich gegen Julia? Wieso interessiert dich das auf einmal? Gestern hattest du noch Angst davor, dass sie dich beißen könnte. Das ist doch schon ewig her. Das war gestern. Juliet, warte! Wenn ich ein und denselben Tag immer wieder erleben werde, will ich daraus einen Tag machen, der etwas bewirkt. Nicht nur für mich. Dafür bräuchte ich nur eine einzige weitere Minute.